Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind in Folge 448 und ja, wir stehen schon vor den ersten Mods. Die eine sieht man besser, die andere weniger gut. Wir fangen mal hiermit an. Das ist ein Sägewerk. So einfach ist es. Ich weiß jetzt nicht, wie laut es wird, deswegen ich laufe trotzdem mal rum. Ihr seht hier dementsprechend Sägewerk, ihr seht hier Abhol- und Abgabestellen und alles, was so zugehört. Ne? Ihr seht hier so die üblichen Sachen. Rückseite ist nicht ganz so viel los. Und ihr habt den Hackschnitzelpart noch. Ne? Also ganz normal Sägewerk, sieht ordentlich aus und hat was Besonderes. Und deswegen, ich laufe ein Stück zurück, falls es laut sein sollte. Deswegen das Besondere hieran sieht man, wenn man die Produktion selber aufmacht. Weil wir haben mit zwei Möglichkeiten, jedes Gut herzustellen. Also je nachdem, wie man spielen möchte oder wie schnell man mal was braucht. Entschuldigung fürs Räuspern, hat man hier mehrere Möglichkeiten. Man kann einmal die Bretter normal produzieren. Ne? Dass ich dir selber 416 Einheiten Bäume ergeben, so und so viel Bretter und so viel Hackschnitzel kommt dabei raus. Und das sind die Arbeitszyklen, die wir haben im Monat. Jetzt kommt's. Ich brauche aber schnell mal Bretter, weil ne, ich habe ja was vergessen oder sowas. Ne? Und da müssen da Bretter hin. Dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze schneller zu machen, indem wir die Anzahl der Zyklen im Monat erhöhen. Das heißt also, wir haben hier das Zehnfache, aber für den gleichen Einsatz. Das heißt, wir machen genauso viele. Ne, aus genauso viel Holz, genauso viel Bretter, das ändert sich nicht. Also die Materialien, ist es keine Ersparnis oder sowas. Aber wir können halt 10-mal so viel produzieren wie mit der Standardproduktion. Das haben wir auch bei den Brettern entlang, das haben wir bei den Holzbalken. Seht ihr selber, ne, da ist das teilweise sogar hier das 20-fache. Das variiert dann immer dementsprechend. Ne? Und wir können auch Hackschnitzel machen. Einfach so mal so, sag ich mal so. Ja, also wie gesagt, das ist halt so die Variante und das ist das, was hier dann halt extra ist. Ihr müsst natürlich dazu das Platinum-DLC haben, weil sonst gibt es diese guten Sachen wie vorgefertigte Wände und sowas gar nicht. Ne? Aber das ist dann so der Punkt, das muss man dann dabei haben. Und sonst vernünftiges Sägewerk, nicht zu groß, kaum vernünftig mitarbeiten. Wie teuer das genau ist, sehen wir da gleich, weil wir haben noch eine platzierbare Sache hier. Und ihr seht ja hier am Boden, das hier ist nämlich eine Beton-Bordsteinkante, wie ihr seht. Die lässt sich ziehen. Hat immer diese, die Grafik, seht ihr selber, die Texturen sind soweit okay. Ne? Und man sieht hier immer, es sind immer so Absparungen da. Je nachdem, wie lange man es gezogen hat. Das hier ist so die Standardeinheit. Wenn man eine Einheit nicht ganz durchgezogen hat, dann wird es halt ein bisschen kürzer. Ne? Ihr seht aber selber, auch wenn ihr irgendwie einen Knick macht oder sowas, das wird dann nicht als Schnitt gesehen. Das ist dann halt, ne? Aber man sieht also so eine kleine Knickgeschichte da drin. Also da, wo jetzt mein Kreis ist, ne? Da, also nicht so ordentlich aufwendig, aber ordentlich gemacht. Ne? Das ist die Seite, die halt dann ja, ne? An die Straße rankommt, sag ich mal so. Und hier seht ihr dann den Bordstein. Den könnt ihr dann einfach so ziehen. Ich hatte hier einfach mal so eine Spirale hingebaut. Ich werde das Ganze mal mit dem hier auch anfangen. Da seht ihr, ne? Einfach mal so ein G gemalt, wenn man so möchte. Man geht einfach auf Dekoration, auf Zäune. Weil das in der Zaunfunktion ist. Das heißt also, man hat ja was, was man setzt und dann zieht man es. Ne? Da seht ihr selber, das sieht jetzt aus wie ein Kreis. Ich denke mal, oh Gott, ich mal jetzt was. Nee, nee, ist es nicht. Man zieht einfach, ne? Distanz ist irgendwann zu klein. Ihr seht, das ist auch nicht sonderlich teuer. Ich kriege da so ein Stück jetzt hier hin für 335. Ne? Hab's gesetzt und wenn wir da jetzt hinlaufen, dann seht ihr, ne? Den Bordstein kann ich hier setzen, wie ich lustig bin. Auch quer durchs Grün. Ne? Man hat immer diesen kleinen Ansatz hier und dann halt immer die Einheiten in gleich lang. Und ich habe das jetzt hier einfach mal ein gerades Stück gesetzt. Das waren jetzt 335. Also ich würde sagen, da kann man mit leben. Ne? Und wenn man das vernünftig machen möchte oder mal einen neuen Platz oder einen neuen Weg anlegt, hat man natürlich die Möglichkeit, das nicht alles nur so offen da liegen zu lassen, sondern das hier auch dann schön ranzumachen. Ne? Kann dann einfach noch hingehen, kann dann das mittlere Textur einfärben und das Ganze dann ein bisschen hochziehen, dass es zur Bordsteinkante passt. Ne? Dass es ein bisschen abfällig ist dann oder so. Also hat schon was. Hier sieht man den Winkelpart auch nochmal. So, ja, dann bleibt natürlich noch der Preis vom Sägewerk. Das kann ich natürlich gleich nachliefern. Da scrollen wir mal aufs Ende. Da seht ihr es selber, ne? Da steht das. Platin Edition kostet 76.000, was relativ wenig ist dann fürs Sägewerk. Ne? So muss man es aber auch sagen. Das passt dann schon. Ne? Hier sieht man, ich musste die Platinum Edition hier anmachen. Damit man den Spaß hier sieht, ab da ist das ja alles ja, Platinum Edition halt. Ne? Da sieht man, das ist halt ne? Amerikanisches Sägewerk.
Je nachdem, wie man es denn haben möchte. Ne? Das eine ist normale Edition und das andere ist halt, das ist das, was ich hingestellt habe, da ist halt die Schnellproduktion und sowas drin. So, ja, dann hüpfen wir mal eine Runde weiter. Das nächste finden wir nämlich hier auf dem Parkplatz. Ja, ich sollte möglichst in die richtige Richtung laufen. Dann rockt das noch mehr. Und wir fangen nämlich einmal an mit LKWs. Genau, da seht ihr es. Hier habe ich mal ein schönes LKW-Set dementsprechend gefunden. MAN TGS 26510 Agrar. Die kann man als Agrarvariante kriegen, die kann man ohne kriegen. Man kann die Anzahl der reflektierenden Geschichten hier erhöhen oder niedriger machen. Das heißt, diese Querstreifen ist einmal eine Variante und ich glaube, der Bereich hier unten in dem Fender, die größeren Sachen oder sowas, die lassen sich extra an- und ausschalten. Man hat eine vernünftige Beleuchtung, man hat rundum Beleuchtung drauf. Ne, das sieht also schon sehr ordentlich aus. Und dann sieht hier auch ein bisschen die andere Bereifung, die man dann auch hat, ne, dass man da auch ein bisschen mal in andere Bereiche kommen kann. Man hat hier hinten auch dementsprechend noch passende Aufnahmen und man hat hier dann die übliche Zugmaschinenvariante. Und die gibt es in zwei Versionen, nämlich einmal als Gesamt-Zweiachser und einmal als Gesamt-Dreiachser, wie ihr hier seht. Ne, also schon schöne Geschichte, zeige ich mal im Shop. Findet man dann ganz normal unter LKW. Die beiden sind auch dann einzeln aufgeführt. Der Unterschied ist dann zu sehen. Ne? Wir haben halt bei dem einen eine höhere Grund-PS-Zahl, deswegen ist der Grundpreis hier auch höher. Ne? Und den Automatikpart hier mit drin. Und hier sieht man es denn. Hier ist es mit 60 km/h angegeben. 480 PS hat er eh schon. Ne? Und dann kann man hier noch Gewichte setzen. Man kann auch, wie man hier sieht, vorne Gewicht setzen. Ne? Wenn man je nachdem, was man hinten dann drauf hat, damit man halt nicht vorne hochkommt. Ne? Motorausführung, wie gesagt, lasse ich auch auf 500 PS noch, 510. Ne? Das ist also die Stufen, was man jetzt haben möchte. Und die laufen hier, die Variante läuft hier komplett immer als Automatik. Ne? Man kann hier verschiedene Reifen setzen, seht ihr selber, das sind dann auch, ne, verschieden hohe Bodenabstände. Hier sieht man schon, das ist schon so ein bisschen geländemäßig. Ne? Und wenn ich jetzt sich hier nach vorne Aufkleber, ne, klein, das ist halt die, die man setzen kann. Variiert man halt mit Seite und vorne, je nachdem, wie man es haben möchte. Die anderen Designgeschichten, da kann man noch so MAN-Schilder, Firmenschilder, andere Aufkleber dran setzen. Ne? Hier ist das MAN-Design jetzt. Die Warnaufkleber groß ist halt dementsprechend einmal hinter den Lampen und einmal oben an dem Teil. So habe ich jetzt hier alle angemacht. So steht er halt auch draußen. Ne? Wir haben dann hier noch die Möglichkeit, die Kotflügelvariante hier zu ändern. Da seht ihr es selber. So sieht man es hier ein bisschen besser im hinteren Bereich. Ne? Da kann man dementsprechend dann auch noch andere Formen der Kotflügel kriegen. Und dann klar, Farben. Ne? Wir haben hier halt auch so Petrol oder so ein paar dunkelgraue Geschichten, die halt so nicht unbedingt überall dabei sind. Und dann halt auch einen Schwung von den normalen Standardfarben, je nachdem, was ihr dann haben möchtet. Ne? Wenn ihr sagt, das soll mal Massey Ferguson Rot sein, das ist machbar. Ne? Die Designgeschichte seht ihr selber, das ist der untere Bereich hier. Habe ich extra mal anders eingefärbt und Felgen könnten auch in Pink sein. Wer damit durch die Gegend fahren möchte, warum nicht? Ne? So sieht das Ganze dann aus und ich würde sagen, ich hüpfe hier einfach mal rein. So. Dann mache ich mal freundlich Licht an und dann seht ihr, das funktioniert auch einwandfrei. Wir haben hinten noch schön das Arbeitslicht, vorne die zweite Zusatzstufe und dann geht es wieder aus. Ich gehe jetzt mal ein bisschen dichter dran, weil wir blinken jetzt hier einmal auf zwei Ebenen vorne und hinten auf einer und aber hinten auch schön großes Blinklicht. Ne? Also das passiert. Und die eine Lichtstufe, die höhere oben, die macht halt die LED-Leuchten oben noch mit an, wie ihr seht. Also wir haben da halt dann so ein bisschen mehr. Ne? Und was noch fehlt, ja, ne, die schönen Blitzer, die sind auch ordentlich. Die kommen auch vernünftig rüber und die sieht man auch. So sieht's aus. Innenbereich, ja, sieht halt aus wie ein MAN-LKW. Innenbeleuchtung ist blau, wenn man das Licht anmacht. Ne? Wenn ich den Motor anmache, dann geht das kleine Display da auch noch an. Ne? Und dann sieht man halt, geht die Radiogeschichte an und man sieht eine Art Zeigerreaktion, weil der Zeiger ist hier ziemlich dunkel leider. So. An Zusatzfunktionen habe ich jetzt hier noch eine Maussteuerung. Ne, die, wenn ich die gedrückt halte, dann. Oh, Motor wieder anmachen, sorry. Wenn ich die gedrückt halte und ich mache hier die Links-Rechts-Geschichte, mache ich den Tritt hier. Da. Ne, den kann ich rein, hoch und runter klappen, wie ihr seht. Ne? Das ist Variante 1. Und wenn ich beide Maustasten gedrückt halte, dann. Rauscrollen. Dann mache ich die Dachluke oben auf mit links-rechts. So sieht man es besser. Jetzt mache ich mit der Links-Rechts-Bewegung die Dachluke auf. Ne, mit vor und zurück die Dachluke auf.
Und mit links, rechts mache ich nichts. Also wie gesagt, das ist halt die Möglichkeit, aber selten, dass man im LKW sowas machen kann. Sprich die Dachluke auf zum Beispiel. Ne? Finde ich schon mal sehr interessant. Mal was anderes. Ne? So, ich mache den Motor jetzt nochmal wieder aus und jetzt werde ich ihn nochmal anmachen und dann werden wir damit mal losknuspern sozusagen und euch mal den Motorsound gönnen. Ihr seht selber die Agrarvariante. Er hat natürlich sehr viel schöne Freiheiten hier. Ne? Das sieht man selber. Sieht sehr gut aus. Und Bremsen funktionieren, Rückfahrleuchten funktionieren, wie ihr seht. Er hat hier hinten natürlich auch schön die Aufnahme. Ne? Also wie gesagt, schöne Geschichte. Aber er fährt halt nur 60. Ne? Das muss man bedenken. Aber er ist ja auch nicht so der Straßenheizer. Ne? Man kommt von A nach B. Ne? Ist ja so größere Traktorgeschwindigkeit, sag ich mal so. Und man kommt gut überall hin, also das ist nicht das Ding. Ne? Und er ist dann ja halt im Gelände, spielt er erst sein Können aus. Ne? So, ich stelle ihn hier mal wieder neben, mache ihn mal eine Runde aus. Und dann marschieren wir mal rüber. Ich weiß gar nicht, hatte ich noch zum Preis was gesagt? Ach ja, 180.000 kostet der Große jetzt hier im Grundpreis. Ne? Und dann muss man halt fürs Schickimicki sozusagen noch was dazu rechnen. Ja, dann kommen wir mal zum Traktor. Hier seht ihr schon, wir sind eine Runde beim John Deere, in dem Fall jetzt beim 7930. Ich hüpfe hier mal eine Runde rein. Wir gehen mal gleich zuerst im Shop, damit ich es nicht vergesse. Ich weiß die 7er Reihe, ob die noch unter Mittel läuft. Ja, da seht ihr die Varianten. Ne? Das ist halt zwei Versionen. Ich glaube, das hängt baujahrmäßig zusammen. Hier oben seht ihr es. Ganz normales, einfaches Standarddach, eher die ältere Version. Hier eher die neuere Version mit den zusätzlichen Beleuchtungen. Ne, das ist halt der Punkt. Hier kann ich dann jetzt Frontlader, Frontgewichte und sowas ransetzen, je nachdem, was ich haben möchte. Ne, auch US-Gewichtsgeschichten, Fronthydraulik, alles drin. 7730 ist der kleinste Motor mit 190 PS. Das steigen wir dann über zwei verschiedene Stufen bis auf 220 hoch. Der 7930 ist hier die größte Version. Also man ist hier nicht so im riesigen Spektrum, was die PS-Zahl angeht, aber halt in der Richtung ist halt das Arbeitsziel, sag ich mal so. Ne? Dann kann man hier noch passende Zwillingsbereifungen, Single, Standard, Radgewichte und sowas setzen. Man kann Lichtanbauten noch extra setzen. Da sieht man, dann kommt hier oben die Seitenlampen dazu, wenn man das möchte. Ne? Oder man hat hier und die zusätzlichen Frontlichter hier. Oder man hat halt beides oder nur eins von beiden. Das kann man auswählen. Man kann hier auf der Seite, was ich sehr interessant finde, gibt es auch nicht so oft. Oh, Moment, stopp. Zusatz. Beide anlassen. Man kann hier an der Seite die Version der zweiten Tür machen. Das heißt, dass man auf der Seite auch einsteigen kann. Hier kommt nicht nur die Tür dazu, sondern auch extra die Treppengeschichte, die ihr da seht. Ne? Da wird ein bisschen was umgebaut. Und man kann die Spiegel, machen wir das so, elektrisch verstellen oder nicht. Ne? Auch das ist dementsprechend machbar. Man hat Kotflügelgeschichte, alte oder neue Form, je nachdem, was für ein Baujahr man simulieren möchte. Und man kann natürlich die mit Warnschilder, ohne Warnschilder machen. Seht ihr hier, das ist dann halt die Verlängerung auch, damit das auch mit den Zwillingsreifen dementsprechend in der Zwillingsbereifung passt. Ne? Und man kann die Kennzeichenposition auch noch wählen, je nachdem, wo man sie denn hinhaben möchte. Ne? So hat man sie am Frontgitter hier unten. Man kann sie auch da unten wegmachen und dann hier oben an die Auspuffanlage ransetzen. Und man kann natürlich dann das gute Stück selber dann auch noch bestücken. Wenn man hier dann so alles anmacht, sag ich mal so, und alles nimmt, dann ist man halt so Richtung 250.000, die man dann für 220 PS dann investieren muss. Ne? So, das war der Shop-Bereich. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Runde Licht. Da seht ihr, es ist ein leicht gelbliches Licht. Das ist ja nicht die allerneueste Version. Man sieht schön die Seitenbeleuchtung und sowas, die funktionieren auch alle. Und die Zusatzbeleuchtung oben auch. Also wenn man das so sieht, das Ding leuchtet sehr, sehr gut aus. Ne? Also das passt schon sehr. Wir gehen auch mal eine Runde rein. Man sieht aber, ich habe hier die Miterweiterung, ne? Da blinkt es dann auch drin, also der Blinker vorne hinten wird auch dann in den Warnarm, hätte ich jetzt fast gesagt, also in die zusätzliche Warnbeleuchtung den mit reingesetzt. Ne? Das passt also dann auch. Rundum leuchten, funktioniert auch. Seht ihr selber, ist da eh dran, war da auch nicht dran rumzustellen. Im Innenbereich, wenn ich da normal Licht anmache, dann passiert hier so eigentlich nichts. Wenn ich den Motor anmache, dann haben wir hier so ein ne? Hier ein bisschen in den Displays, so ein bisschen Hintergrundbeleuchtung drin. Das kommt da schon gut rüber. Hier oben passiert so leider nichts. Und man hat
eine Lichtkontrollleuchte in der Mitte der Konsole, da sieht man dann auch, dass Licht an ist. Ne? So, wenn ich jetzt hier die Hilfe drücke, dann seht ihr selber, wir haben IC-Steuerung hier dran, also ich habe Simple IC an. Damit kann ich dann hier die Tür schön öffnen, das funktioniert einwandfrei. Ich kann auch die Tür öffnen, weil ich habe die Zusatztür aufgemacht. Ich habe hier hinten das Heckfenster, was ich öffnen kann. Dachluke habe ich jetzt in der Form hier so nicht drin, Frontluke so auch nicht, aber das sind so die drei wesentlichen Sachen, die wir hier so einstellen können. Ich habe jetzt so, glaube ich, nichts übersehen, meine ich, denke ich. Nö, sieht alles okay aus. Mache ich einfach mal wieder aus, das ist immer die größere kleine Taste. Das wieder aus, mache den Motor mal aus, gehe in den Außenbereich und dann würde ich sagen, drehen wir hier auch noch mal eine Runde mit. Ja, fährt sich sehr gut, hat Rückfahrleuchten leider nicht, aber Bremsleuchten funktionieren auch einwandfrei. Also das passt schon alles, ne? Also schönes Ding sozusagen. Stellen jetzt hier mal eine Runde neben. So. Dann suche ich mir ein freundliches Plätzchen. Da haben wir das Plätzchen schon, so schnell geht's. Und ja, dann bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne passenden Daumen da. Ich würde mich sehr über ein Teilen freuen und ein Abo wäre spitzenmäßig. Dann sage ich nochmal vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, und bis morgen.